Grüß Gott und herzlich willkommen im GPS-Radler. In diesem Video gebe ich dir mal einen ersten Überblick über den neuen Wahoo Roam 2. Viel Spaß damit! Wahoo hat die zweite Generation von dem großen GPS-Radcomputer, also dem Roam, vorgestellt. Und ich hatte jetzt schon mal ganz kurz die Möglichkeit, einen ersten Blick auf das neue Gerät zu werfen. Bei der Hardware muss ich sagen, da wurde im Detail nachgebessert. Also zum Beispiel auf jeden Fall mal der Speicher vergrößert. Der war ja bisher recht knapp bemessen. Da haben wir jetzt auch 32 GB. Beim Display ist es beim alten geblieben. Wir haben weiterhin 2,7 Zoll Größe. Allerdings jetzt auch mit der 64 Farbtechnologie. Insgesamt finde ich, ist das Display etwas heller geworden und vor allen Dingen, wenn die Beleuchtung aktiv ist, dann ist es nicht mehr ganz so bläulich beleuchtet wie noch beim Bolt 2. Und wie sich das heute für ein modernes Gerät gehört, natürlich USB-C-Buchse zum Laden und für den Datenaustausch. Grundsätzlich mal die Hardware hier auf der rechten Seite. Von euch aus links der neue Roam, hier der alte. Man sieht eigentlich keinen Unterschied. Auch die Halterung ist absolut identisch. Das heißt, wenn du schon eine bestehende Roam-Halterung am Fahrrad hast, einfach alten Roam runter, neuen Roam drauf, dann kannst du schon weitermachen. Beim Gewicht, ich habe nicht nachgewogen, aber ich würde sagen, der ist absolut identisch. Du hast wieder die beiden LED-Leisten, die du unterschiedlich konfigurieren kannst, das Ganze wie gewohnt über die App zu machen. Insofern, du wirst dich als Element-Nutzer sofort zurechtfinden. Die spannendste Neuheit im Verborgenen ist vermutlich der neue GNSS-Chipsatz. Der empfängt nicht nur GPS, Galileo, GLONASS, Baidu, sondern kann auch auf dem Multifrequenzband GPS empfangen. Das sollte für eine extrem hohe Genauigkeit sorgen. Der neue Prozessor scheint auch sehr leistungsfähig zu sein, denn wenn man hier mal auf der Karte rauszoomt, dann erkennt man kaum Verzögerungen beim Nachladen der Kartendaten. Und auch wenn man hier die Karte verschiebt oder zoomt, dann funktioniert das extrem schnell und flüssig. Auch der Basser wurde überarbeitet. Der ist jetzt deutlich lauter. Hinweistöne sind so immer gut zu verstehen. Noch ein Wort zu den Bedientasten. Die sind gegenüber der Vorgängerversion jetzt deutlich besser geworden, sind schön erhaben und haben wirklich einen astreinen Druckpunkt. An der Seite, wir kennen hier die Power-Taste bzw. die Taste, um ins Menü zu kommen. Und auf der anderen Seite die Hoch-Runter- oder Plus-Minus-Tasten, also um zu zoomen und dich durchs Menü zu bewegen. Auch diese Tasten haben wirklich einen Top-Druckpunkt und lassen sich während der Fahrt bedienen. Das Ganze funktioniert natürlich dann auch mit Handschuhen und bei Regen. Bei der Bedienung und den Funktionen, da hat man das, was man von einem Wahoo Element gewohnt ist, wieder eingebaut. An einigen Details vielleicht ein bisschen verändert, aber insofern ist es grundsätzlich sehr vergleichbar mit dem Bolt der zweiten Generation. An einem Punkt wurde wirklich nochmal gut nachgebessert und den habe ich ja schon in meinem Praxistest vom Bolt 2 kritisiert und das war die Karte. Da hat Wahoo jetzt im Detail nachgebessert. Diese auffälligen blauen Fahrradwege sind ein bisschen zurückgenommen. Das liegt aber auch daran, dass die kleineren Innerortsstraßen jetzt dunkler geworden sind im Gegensatz zum Bolt 2. Leider fehlt da immer noch die dünne, dunkle Begrenzungslinie an diesen Straßen. Auf der Standarddatenseite kannst du, wie du das vom Element gewohnt bist, hier die Datenfelder rein und raus zoomen.
Beim Bold waren maximal 9 Datenfelder möglich. Hier beim Roam sind jetzt, wie auch schon beim Vorgänger Roam, maximal 11 Datenfelder pro Datenseite möglich. Was leider immer noch nicht geht, sind die unterschiedlichen Profile für verschiedene Sportarten. Und hier haben wir noch das Höhenprofil bzw. die Höhenseite. Wenn alles voll belegt ist, dann wird es da unten natürlich knapp und dann kannst du hier auch in das Höhenprofil reinzoomen und wenn du da am Ende bist, dann kannst du auch die einzelnen Datenfelder ausblenden. Soweit mal mein erster kurzer Eindruck vom neuen Wahoo Roam V2. Ich gehe davon aus, dass ich direkt nach der Veröffentlichung ein Serientestgerät bekomme. Da gibt es dann einen ausführlichen Testbeitrag bei mir auf dem Blog und auch hier im YouTube-Channel. Damit du da nichts verpasst, drück auf jeden Fall die Abo-Schaltfläche. Vergiss die Glocke nicht, dann bringst du das Video auf jeden Fall mit. Und ansonsten, der Preis von dem Gerät steht noch nicht ganz fest. Wenn der bis zur Veröffentlichung von dem Video klar ist, dann blende ich das hier irgendwo auf jeden Fall ein. Und ansonsten sehen wir uns im Hauptpraxistest von dem Roam. Bis dahin, viel Spaß, ciao, euer Matthias.